Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick frei zockt Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Wir sind hier, an welchem Spieltag sind wir eigentlich? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall spielt hier Werder Bremen gegen Schalke 04 und das ist der Tabellenfünfte gegen den Tabellensiebten und eine Mannschaft stärker von 823 Punkten zu 802. Schalke hat momentan die bessere Form, aber eine beschissene Saison. Wir haben eine beschissene Form, dafür eine gute Saison. Ich bin gespannt, wie das Spiel ausgeht. Am 13. Spieltag, da steht's. Und ich kann wieder Fußballmanager aufnehmen, denn ich habe, mich um Trainingsziele gekümmert. Und zwar, das muss ich jetzt vielleicht ganz kurz erklären, den Jungs hier, denen habe ich Trainingsziele verpasst, wo ich der Meinung war, dass das sinnvoll ist, die Sachen hier zu trainieren. Und ich habe das in der ersten Mannschaft zum Beispiel so sortiert, da ich gesagt habe, ich vergebe Trainingsziele. Also wie soll ich das jetzt am besten erklären? Also ich habe Trainingsziele hier so vergeben, da ich gesagt habe, ich arbeite mich da von oben nach unten, also praktisch von den Jungen. Und Militz habe ich Trainingsziele gegeben. Und Trapp ist dann der Letzte. Ekici habe ich die Trainingsziele sogar rausgenommen, weil der uns bald verlässt. Und ich will gar nicht mehr, dass der sich verbessert oder dass der irgendwie Trainingsziele mitnimmt, um dann woanders gut zu werden. Allen anderen, die hier davor sind, also das heißt Ignowski, Jakovlev und so weiter, die haben Trainingsziele bekommen. Die hier unten keine, die sind in meinen Augen zu alt. Das heißt, da noch großartig Trainingsziele zu vergeben, macht keinen Sinn, hätte mich nur aufgehalten. In der zweiten Mannschaft sieht's auch nicht viel besser aus. Da bin ich eigentlich talentsternemäßig hingegangen, habe Wilke und Götze, habe ich Trainingsziele gegeben. Caricio, der ist mir zu alt mit 28, da habe ich nichts mehr reingepackt. Vor allem, weil der auch nicht in der ersten Mannschaft spielen kann, wie es aussieht. Eigentlich ist das ein Kandidat, um eben zu verkaufen. Wir haben den geholt und waren entsetzt darüber, wie die Mannschaft reagiert hat. Wir haben 5 Millionen für den bezahlt, 2,5 Millionen ist er nur noch wert. 2,5 Millionen verdient er auch, das ist das Allerschlimmste daran. Die Mannschaft fand ihn halt gar nicht dufte, was ich persönlich schade finde. Ansonsten habe ich noch eine Änderung gemacht hier und zwar habe ich den Dürstam oder wie er heißt, Dirstam, ich weiß nicht, wie man ausspricht, den habe ich auf links verschoben, weil mir aufgefallen ist, ey, das ist ja ein Vierer Rechtsfuß und ein Fünfer Linksfuß. Und der hier ist Rechtsfuß und schwacher Linksfuß. Und da habe ich mir gedacht, sag mal, bin ich bescheuert? Ich gebe die sozusagen hier auf die Position, also dass hier den Dürstam die ganze Zeit hat und hier den Amat. Ich wundere mich, dass der hier nicht so gescheit funktioniert. Und es hat ja auch was mit den Füßen zu tun, ne? Wie gut die auf so einer Position spielen oder eben nicht. So, das heißt also auch da haben wir so ein paar Sachen gemacht. Wo ich Änderungen auch noch vorgenommen habe, ist hier, da habe ich sehr viele Trainingsziele vergeben. Hauptsächlich so, dass ich gesagt habe, okay, ich vergebe so die Trainingsziele, dass die Spieler das trainieren, wo ich sie brauchen kann. Zum Beispiel dieser Melis hier, der sollte linkes Mittelfeld trainieren. Und das eben auch nur, weil er eben das letzte Jahr in der Jugend ist. Ansonsten hätte ich den Gültekin sozusagen hier im linken Mittelfeld aufgestellt. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich das noch machen soll, weil ich bin mir nicht sicher, dass ich den hier wirklich übernehme in die erste Mannschaft. Also so ein minimales, minimales Stärkeprofil erwarte ich schon von den Spielern. Also da werden wir ganz genau hingucken, wen wir dann verpflichten aus der A-Jugend. Und in der B-Jugend, da müssten wir eigentlich mal kräftig aufräumen, denn mir ist aufgefallen, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die eigentlich unterschiedliche Positionen haben. Aber diese 5 Leute, die unterschiedliche Positionen haben, sind alle auf dem linken Mittelfeld eingeteilt oder dafür vorgesehen. Und es wird viel mehr Sinn machen, hier zum Beispiel den 38er zu trainieren, der ein unheimlich hohes Talent hat, als einen offensiven Mittelfeldspieler umzutrainieren. Weil eigentlich brauchen wir den offensiven Mittelfeldspieler ja noch im offensiven Mittelfeld. Ja, dass er besser wird. Allerdings haben wir dort momentan einen ziemlich guten.
Das habe ich auch schon umgestellt, weil der war vorher wo ganz anders und der hat da eigentlich auch nichts verloren gehabt. Und also es ist schon sehr, sehr komisch, sehr seltsam, wie sich das hier sozusagen derzeit abzeichnet. Moment, ich gehe jetzt gerade mal gucken. Ja, eigentlich müsste ich da einen nehmen, der da noch richtig Potenzial hat, gut zu werden. Ja, eigentlich müsste ich es fast so machen, ne? Es ist total bescheuert, total beknackt. Ich sag's euch, es ist total beknackt. Wenn ich den jetzt da einsetze, ist ein 37er linker Mittelfeldspieler. Der wird natürlich mit seinem Talent starten, da brauchen wir nicht lange drum rumreden, wird der verdammt schnell gut werden. Aber wir haben ja, also wir haben so viele Leute, wo wir sagen könnten, ja gut, nehmen wir den, bauen wir den auf, der macht das schon und so weiter, ja. Hier haben wir zum Beispiel einen, den Weidlich. Wo habe ich den jetzt hin? Offensiver Mittelfeldspieler habe ich den jetzt eingeteilt, ne? Weil der offensiv 6 Punkte gewinnen kann, dann wäre der eine 67. So, und von der 67 würden dann 4 Punkte abgezogen. Ja. Stimmt nicht. Eben erzähle ich Blödsinn. Der wäre eine 57. So, und von der 57 würden... Nee, Moment. Jetzt bin ich komplett durch. Doch. Nee, der wäre 57. Weil von der 61 dann nur noch 4 Punkte anstatt 10 Punkte abgezogen würden. So rum, jetzt habe ich's. So, dann haben wir eine Grundstärke von 57, also praktisch wie bei dem hier vorne, da ist es ja so. Dann ist er offensiver Mittelfeldspieler und wenn wir dann noch die Fähigkeiten trainieren, die er braucht, und dann kann der natürlich ein besserer werden und 57 ist natürlich schon ein Wert. Ich sag mal, alles was über 60 ist, wird er definitiv noch in die zweite Mannschaft kommen. Und der hat ja noch Potenzial, sag ich mal, in der A-Jugend noch zu wachsen. Der ist ja erst 16, da brauchen wir uns ja keinen Stress machen. So. Der jetzt hier auf dem defensiven Mittelfeld steht, der hat ja auch einen Mentor, den trainiere ich, soweit ich weiß, genau, Manndeckung, Grätsche, Zweikampf, defensiver Mittelfeldspieler. Normalerweise sollte ich das vielleicht sogar mal ganz hoch machen, weil es ja eigentlich mit der wichtigste Wert überhaupt ist, weil der verliert ja momentan auch 3 Punkte dadurch, dass er eben keine Eingespieltheit hat. Ich habe das Ganze natürlich ein bisschen runtergesetzt, weil ich gedacht habe, na gut, die Fähigkeiten sind vielleicht wichtiger. Und wenn der auf dem Feld steht, wird der sowieso besser. Ja. Oh. Ja. Und zudem kommt noch dazu, dass jetzt der Mentor nicht mehr stimmt. Okay, dafür gibt es keinen Mentor. Gut. Lassen wir ihn ganz weg. Also, das sind so die Sachen, wo ich da halt mal ein bisschen eingegriffen habe, wo ich mal geguckt habe. A-Jugend, B-Jugend und ganz viele Einstellungen gemacht habe. Wir haben momentan eine ganz gute Jugendarbeit und ich hoffe, dass sich das noch auszahlt in naher Zukunft. So, jetzt aber lang genug geschnackt. Dann fangen wir mal an und kicken mal eine Runde. So, wir sind die Heimmannschaft, das sind die Gäste. Ich glaube, alle Einstellungen hatten wir schon gemacht, damit wir fertig waren fürs Spiel, Siegprämie und so weiter. Und ja, gebt euer Bestes, ist unsere Ansage, weil ich damit die besten Erfahrungen habe. Ich bin mal gespannt, wie dieses Spiel laufen wird. Ich weiß nur eins, da jetzt die Trainingsziele eingestellt sind, werden wir jetzt auch versuchen, dann entsprechend Spieler nachzukaufen, Spieler hochzuziehen. Wir müssen das viel mehr beobachten. Damit wir zum Saisonende, also ich sage jetzt gar nicht mal zur Winterpause, sondern dass wir zum Saisonende eben eine Mannschaft haben, wo wir in der zweiten Saison richtig angreifen können mit. Und ich sehe da Potenzial. Ich sehe da wirklich Potenzial. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier hinten passiert, wo wir die Position vertauscht haben. Ich habe auch Casemiro verdammt viele Trainingsziele reingehauen und wenn ich ganz ehrlich bin, der hat mich überrascht. Der hat nämlich verdammt gute Werte in den Fähigkeiten eines defensiven Mittelfeldspielers. Und da holt er auch schon einen Freistoß raus. Also eigentlich sollte der gar nicht so lang kämpfen müssen. Müssen wir vielleicht auch nochmal gucken, dass das nicht eine Sache ist, die trainingstechnisch ein bisschen unterschätzt ist.
So, Arnautovic, schönen Ball abgefangen hier. Schön auf Elia, der auf Alakwi, der liegt vor und Pekard schiebt ihn rein. Zum 1:0 in der fünften oder sechsten, kann man sich jetzt drüber streiten, Minute. Tja, schön gemacht. Es ist eigentlich völlig egal, wer hier in der Gegenmannschaft spielt. Wenn man die eigene Mannschaft gut einstellt, hat man durchaus Chancen. Wenn man natürlich gegen eine Mannschaft spielt wie Real Madrid oder so, dann sind die ja schon verdammt gut. Oh, schöner Fernschuss hier von Junuzovic. Dann sind die ja schon sehr gut, haben sehr, sehr viele Einzelspieler, die verdammt hohe Werte haben. Und dann kriegt man da natürlich Probleme. Aber ich sag so mal, als Mannschaftsleistung, wir haben nicht unbedingt schlechte Leute hier. Wir haben nur Leute, die vielleicht nicht so ganz geeignet sind für die Position, wo sie momentan rumlaufen. Ich habe auch bei einem eingestellt, ich glaube bei Trinks war es, dass der auch mal Freistöße trainieren soll, als offensiver Mittelfeldspieler. Weil es ist natürlich so eine Sache, wir haben da eventuell keinen mehr, der das kann. Und da habe ich dem mal einen Wert gegeben, wo er mal hier drauf hin trainieren soll, wenn er seine anderen Sachen alle trainiert hat. Das ist natürlich mal die Grundvoraussetzung. So, jetzt gab es hier einen Foul im defensiven Mittelfeld. Und es gibt keine Karte, das liegt daran, dass der eben so hohe Werte hat. Also es gibt Freistoß, gibt es natürlich trotzdem. Puh, Trapp. Ja, Trapp ist auch ein sehr, sehr guter Torhüter mit lauter Werten über 80. Und da habe ich die Reflexe eingestellt, dass er die mal auf 90 trainieren soll. Ja, damit er eben noch besser Bälle fangen kann. So, Pekard, sehr schön auf Alakwi. War das ein schönes Tor, oder? Hammer cool gemacht. Da lupft er über den Gegenspieler und springt dann noch drüber. Dann ein Pass auf Alakwi und der schiebt ihn rein. So, da haben wir wieder De Jong und Casemiro. So, Pekard trippelt sich hier schön frei. Casemiro gefällt mir sehr gut, seit ich dem die Trainingsziele eingestellt habe. Ich gesehen habe, was der für Werte hat. Weiß ich, was da für ein Potenzial drin steckt. Das gefällt mir echt gut. Und gut, das war natürlich jetzt blöd. Aber Amad gefällt mir auf der Seite auch nicht schlecht. Ja, der wirkt ein bisschen stabiler und na gut, gegen so ein Freistoß-Standardtor kannst du natürlich nichts machen, wenn Ivancic da seinen Freistoßfuß auspackt. Ja, noch durch den Kopf von Arnautovic schießt. Das sagt schon alles. Da waren einfach die Werte, der ist zu gut für einen Freistoß, für die Mauer. Oh, 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 ja, sehr schön. Nein! Das ist nicht dem so ein Ernst, dass der den rausgehenden Torhüter hier allen Ernstes... Oh, Unausgleich. Zwei Standards schießen Schalke innerhalb von 3 Minuten auf den Ausgleich. Die wollen mich doch verarschen. Wenn der Torhüter hier rausgeht und Ball abwehrt und dann der Spieler drüber fällt, ist das doch kein Elfmeter. Was hat denn der geraucht? Ja, ja. Oh, jetzt pfeift aber auch alles gegen uns und gibt Karten ohne Ende. Was ist denn hier los? Warum kretscht der denn da auch so rein? Das verstehe ich nicht. So unnötig. Ey, sag mal. Hallo? Hallo? Ey, in 5 Minuten nicht mal eine Handvoll machen die 3 Tore gegen uns. Was ist mit meiner Mannschaft los? Hallo?
Aber wie Fußball funktioniert, wisst ihr noch, ja? Oder habt ihr innerhalb von 2 Minuten alles verlernt, was ihr könnt? Boah. Was pfeift der denn da? Ach, Abseits. Blöd, Mann. Das war doch kein Abseits. War Handspiel vom Gegner vielleicht, ja? Aber doch kein Abseits. Boah. Die Fehlpassquote geht mir sowas von auf den Sack. Da machst du schon Training von Passspiel. Boah. Vor allem, was mich am meisten nervt, ist eben dieses Freistoßtor, ja? Der Ball fliegt durch den Kopf von Marco Arnautovic, bitte. Durch den Kopf, wollen die mich schicken? Kann doch nicht sein. So, wir bringen Kies. Der Arnautovic hat gelb. Da habe ich keinen Bock drauf. Vor allem der Kies, Flanken 75, trainiert er gerade. Den lassen wir mal schön da laufen. Ist zwar geht steil und so, aber naja gut, ist Blödsinn. Geht steil brauchen wir da ja nicht. Ja, das war nicht der Matchplan, sagen wir noch so schön. Und jetzt motivieren wir mal die Jungs hier. Ey, das gibt's ja mal gar nicht. Die 4,5er Noten hier. Torwart, Innenverteidiger. Verstehe ich nicht. Kann doch alles nicht wahr sein. So. Zweite Halbzeit. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich der Kies da einlebt. Den wollen wir ja aufbauen. Der kriegt jetzt eine ganze Halbzeit, weil der Arnautovic gelb hat. So, diese Bälle, die gehen mir so auf den Sack. Dass die immer im Mittelfeld. Sag mal, geht mal irgendeiner dran da. So, jetzt aber. Und dann wieder ein Fehlpass. Da drüben ist wieder keiner dabei. Ja, was ein Glück, kommt keiner dran. So, jetzt Elia, Einwurf. Alter, was schaffen die denn? Wir hatten das Spiel im Griff, 2-0 geführt, jetzt liegen wir 3-2 hinten und die spielen einen Fehlpass nach dem anderen und jetzt komm, setz dich durch und da erwarte ich jetzt aber auch eine Karte. Da gibt's nix. Der wäre durch gewesen, der wäre ein vom Torwart gewesen, da gibt's nix. Sag mal, der schießt dann ja wirklich vorbei, oder? Alter Schwede. Der rennt dem in die Hacken und dann pfeift er ab. So, wo ist unser Mittelfeldspieler da auf der Seite? Ja, schön rausgeballert hinten. Aber kein eigener Mann erreicht. So, jetzt Alagui. Fehlpass. Die spielen Fehlpässe ohne Ende. Sag mal, ey, wie muss ich denn das Passspiel hochsetzen, dass die mal wieder ein Passspiel durchkriegen? So, jetzt der Packard. Und schon wieder! Das ist die gleiche Situation. Das ist der gleiche Spieler. Ich erwarte jetzt mal eine Karte. Das kann doch nicht sein. Der Schiri ist gekauft. Zählt kein Scheiß, der Schiri ist gekauft. So, Ball hinten wieder raus. Gefällt mir gut. Und da muss genau, sehr schön. Schon wieder ein Fehlpass. Und ja, war klar. Mensch, was machen die? Ich verstehe es langsam nicht mehr. Ich verstehe nicht, was Werder Bremen hier in dem Spiel, in den letzten 3 Spielen veranstaltet. Die führen 2-0. Guckt's euch an. Boah.
Junuzovic, 5,0, ist Kapitän, ist Topspieler. Ey, sag mal. Ich verzweifle hier noch. Ohne Scheiße, ich verzweifle hier noch. Sogar der Torhüter von uns hat eine 5,0. Wollt so. Da komme ich mir vor, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Boah. Die verlieren aber auch die Bälle so einfach, so leicht. Ja, und klar, der Rechner ruckelt wieder. So, jetzt haben wir mal sowas wie Spielaufbau. Dann lässt er sich vom Tor abnehmen. Mann, oh Mann, oh Mann, da fällt mir echt langsam nichts mehr ein. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen leiser werde. Ich reg mich gerade innerlich so auf. Was spielen die denn plötzlich für einen Scheiß zusammen? Ich meine, gerade wir hätten das Training eingestellt. Wieso ist das... Das ist doch kein Abseits. Der ist vor der gelben Linie. Das ist kein Abseits. So, den mal abgehalten davon. Jetzt Packard auf Alagwi. Komm, geh! Und wieder wird er gefoult. Unsere Stürmer werden permanent vom gegnerischen Strafraum weggeräumt. Die kriegen keine Karten dafür. Das ist doch nicht mehr normal. Und abseits. Klar. Warum rückt denn der nicht raus? Ey, sag mal. Einfachste Fußballregeln. Unsere Mannschaft setzt sie nicht um. Tja. Lass den Ball mal an dir vorbeirollen, damit ihn der gegnerische Abwehrspieler einfach weghauen kann. Und wieder wird gefoult. Und jetzt gibt's Rot. Jetzt. 3 Minuten vor Ende. Ja, Semmeln vorbei. Ist nicht wichtig. Geht ja um nichts. Sind ja nur 3 Punkte in der Liga. Braucht man ja nicht. So, Sprint, den gewinnst. Oh, die kämpfen gar nicht richtig, hat man Eindruck. So, Alagwi, wieder wird er gelegt. Und nochmal wird einer gelegt. Sag mal. Und jetzt fängt er mal an, Kärtchen zu verteilen gegen Schalke, ey. Das hätte er noch ein bisschen früher machen sollen. 2 Fouls nacheinander an unseren Stürmern, die auf dem Weg zum Tor waren. Oh, das ist so ein dämlich geschossener Freistoß, wirklich. Dem gehört so ein Arsch getreten, dem Typ, der die schießt. Und da wird abgepfiffen. Was ein Glück, das Elend hat ein Ende. Ich reg mich gerade innerlich auf. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ja, da setzen sie sich auf den Boden und sind fertig. Wenn eine 2-0-Führung mit einem 4-2 beendet, also... Die haben kein Tor mehr gemacht. Die machen das erste, die machen das zweite, dann machen sie kein Tor mehr. Die anderen machen 4 Stück. Ja, und 1-0, es ist 2-1 ist mal wieder nicht drin. Da sieht man mal wieder, das hat wieder sehr gut funktioniert. Da stimmt dann im Hintergrund was nicht und das Spiel stürzt nicht ab oder so. Es läuft weiter, aber dann kommt da sowas bei rum. Und Luc de Jong, 1-2, eindeutig ist das eine Einzelleistung von dem Stürmer.
So, da sehen wir es nochmal. Erstes Tor, sehr schön gemacht. Da haben sie noch Fußball gespielt. Ja. Zweites Tor, sehr schön gemacht. Haben sie auch noch Fußball gespielt. Und dann, ja gut. Der dreht sich komisch rum und genau durch ihn durchfliegt. Dann haben sie einen Elfmeter. So, dann hier der Ding. Das war doch auch abseits, oder? Pfeift keiner. Dann hier. Das fällt mir nichts mehr ein zu. Oh Mann. Da fällt mir nichts mehr ein zu. Ja, und dann heißt hier, gibt euer Bestes, es ist schlecht gelaufen. Das war nicht der Matchplan, ist auch schlecht gelaufen. Also super. Und dann haben Leute wie Trapp 5,0, Amat 5,0, 4,5 für Casimiro, Janusovic 5,0. Ist ja, die sind ja keine guten Spieler, die wir haben. Nee, das ist der größte Rotz, ne? So, und da, die Innenverteidiger. Die beiden jetzt mal ohne Scheiß, die haben alles weggeputzt, was an Stürmern von denen ihr Tor kam. Es hat ewig gedauert, bis es da mal Karten gab. Das ist unverantwortlich. Ich weiß nicht, was der Schiri geraucht hat, aber das war eindeutig, das war eine Schiebung. Das muss... Es ist einfach, ich bin sprachlos momentan, ich bin echt sprachlos. Ja, unsere Teamleistung mit einer 3,59 ist natürlich, das ist ja positiv bewertet, wenn man da drei Spieler drin haben, die... Wo ist er denn, dieser Luc de Jong? Hier ist gerade mal 6 Treffer gemacht, heute 3. Wollen die mich verarschen? Na gut, Tore hier 85, ne? Ist der neu gekommen oder was? Das ist also so... Seit 1.1. ist er da. 2014, wohlgemerkt. Also irgendwie, das passt mal gar nicht, ey. So, die Reserve gewinnt mal schnell 5-0. Wenigstens die haben es umgesetzt. Reserve gewinnt gegen... Ja, so, Wurz macht 2 Tore. Akpala macht 2 Tore. Sind die mal aufgewacht? Und insgesamt fallen dann 5 Tore. Das ist der Hammer. Ja, vielleicht sollten wir den mal auf Stürmer schulen. Und dann als 70er Stürmer in die erste Mannschaft holen. Wenn der so Tore schießt hier. In der dritten Liga. Komm her. Du kannst die Sprache, kümmere dich um Dirström. Okay. Das ist cool. Soll er mal mit denen reden? So, Motivationslehrer, den können wir gut gebrauchen. Der wird direkt gebucht. 10.000, wurscht. So, dann haben wir hier einen Verteidiger. Auch die können wir momentan gut gebrauchen. Alter, und das ist ein guter Verteidiger. Harte Freistöße, professionell. Kretsche, der ist gut dabei. Für 15 ist der gut dabei. Der ist gebucht. Genau da hinten in dem Felde, da suchen wir Leute. Ist Deutscher, oder? Ich habe nämlich so ein kleines, also es hört sich jetzt blöd an. Ja, aber ich habe ein Ausländerproblem in meiner Jugendmannschaft. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Wir haben hier 2 Türken, Italiener, die Flagge kenne ich gar nicht, und den Kollegen hier, alle in der A-Jugend, das ist aber nicht schlimmer. Das Schlimme ist, wir haben hier momentan unsere Startelf in der Jugend, 4 Nicht-Europäer. Also das heißt, 3 Türken als Nicht-Europäer und ein Nicht-Euro, was auch immer das bedeuten heißen soll. Und ich sehe da ein Problem. Wenn wir die alle irgendwann mal aufsteigen lassen, haben wir irgendwann zu viele Spieler in der zweiten Mannschaft, die nicht spielberechtigt sind dann auf einmal. Ja, und dann stehen wir da und gucken doof. Also da müssen wir schon aufpassen, dass wir uns da ein bisschen bedeckt halten. So, und wo war ich da am Gucken? Irgendwo habe ich gesagt, genau, hier fehlt ein Linksverteidiger in der A-Jugend. Gut, der kommt natürlich jetzt mit 15 nicht in die A-Jugend, aber der hat natürlich ein Mordstalent. Wenn man gerade mal einen Tag weiter.
Ja, super. Da wechseln wieder irgendwelche komischen Leute, die man nicht kennt. Nee, Joaquin war dabei, glaube ich. Den kennt man, glaube ich. Ah, ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir jetzt Montag und was ist denn hier los? Auch Schulungszentrum ist beendet. So, Schulungszentrum haben wir ausgebaut. Wo ist es denn? Da. Größerer Heimvorteil. Eigentlich müsste ich da mal gucken, dass ich das sogar noch weiter ausbaue. Irgendjemand hat mir was geschrieben, was ich als nächstes ausbauen soll. Wobei, wenn ich das hier ausbauen kann, baue ich das weiter aus. Das ist eins der wichtigsten Gebäude. Man soll es nicht glauben, aber die 2% mehr Vorteil im Spiel, die können schon hilfreich sein, zumindest auf ein gleiches Level zu kommen. Und weniger Sprachprobleme ist auch wichtig. Also so ist es nicht. Ja gut, hier Fanartikel Produktion, nee, Fanartikel Verkauf hat irgendjemand gemeint, soll ich ausbauen, dass ich da mehr, das ist, lohnt nicht. 1,2 Millionen auszugeben, um 2% mehr Fanartikelverkäufe zu haben, das lohnt nicht. Ich meine, wir sind auf Level 7, also es ist schon relativ hoch, Level 7. Vielleicht in der nächsten Saison. Ja, ich meine, wir sind jetzt eh finanziell ziemlich pleite. Wenn ich das richtig sehe in dem Budget. Infrastruktur haben wir kaum noch Geld. Alter Schwede, ey, haben wir da eben eine Klatsche gekriegt oder nicht? Ey, das nervt ohne Ende. Das nervt ohne Ende, wenn man nicht weiß, warum. Das ist ja das Hauptproblem, wenn man nicht weiß, warum. Wieso gut besucht, fast voll, ha? Die waren fast voll und bringen keinen Umsatz. Wieso nicht? Ja gut, da fehlen jeweils 30.000 bei Futter. Borussia Mönchengladbach hat gegessen. Hamburg und Schalke essen nichts. Wie es aussieht. Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Also wir haben wieder voll die Klatsche kassiert. Wisst ihr, was ich gerne mal machen würde? Mentaltrainer holen für 4 Wochen. Motivationstrainer haben wir ja schon geholt jetzt. Für 10.000 immer noch einen Mentaltrainer dazu. Das kann sich bezahlt machen. Also die scheinen ein mentales Problem zu haben. Da geht nichts mehr zusammen. Das Teamwork unserer Mannschaft ist echt für den Arsch. Ja, wundert euch nur, dass wir verlieren. Ja, wir lassen doch, wir haben doch einen, der mit Amat redet. Das hier ist eine Baustelle. Ohne Scheiß, das ist eine Riesenbaustelle. Was sagt denn das Verbesserungsvorschläge? Ein Spieler verpflichten, der direkt mit Amat kommunizieren kann. Ein anderer Spieler für das Team außerhalb des Platz wichtig ist Junuzovic und Schulz. Die sind wichtig fürs Team. Tja, da unten stehen sie alle, ne, die wir loswerden könnten. Das ist eine schwache Seite mit 70, mit 71, 70. Wobei der Kies, der kommt, da bin ich mir sicher. Ja, und im Sturm haben wir natürlich auch ein Problem, ne? Da haben wir auch nicht wirklich was, was wir nachlegen können. Warum die da hinten sagen, dass wir gut besetzt sind, muss ich nicht verstehen. Hängt wahrscheinlich einfach nur an der Stärke von den Spielern, die da die Einsatzelf stellen. Die Stammelf. Tja, keine Ahnung. Wie gesagt, wir haben das mal angeschoben. Trainingsplan und Spiel gegen 1860 München haben wir dann ja im nächsten Part. Ich hoffe, dass wir wenigstens das gewinnen. Ne? Es wäre echt mal wieder an der Zeit. Wir haben jetzt 3 Niederlagen in Folge gehabt. Das ist boah. Also für das, was ich mir vorgenommen habe, nicht gut.
gar nicht gut. Wird Zeit, dass wir mal wieder einen Sieg heimbringen, dass die Teamdynamik auch mal wieder hochgeht. Ne? Wenn du natürlich nur verlierst und dann noch Spieler hast, die sich untereinander nicht verstehen, ja, da kannst du dann halt nichts mehr machen. Ne? Ja, schauen wir mal. Ich sag an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn wir verloren haben. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Bis dahin noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye bye.